Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind und ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit beim Zuhören. Wir beschäftigen uns heute mit der sehr interessanten Frage, als Christin in der Politik und als Gesprächspartnerin zugeschaltet dazu ist mir per Zoom Frau Simone Kehler aus Deutschland. Sie wohnt in Germersheim in Rheinland-Pfalz. Hallo Simone, ich freue mich, dass du heute in unserer Sendung dabei bist und ich möchte dich bitten, dass du dich selbst einmal kurz vorstellst. Hallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, ich bin Simone Kehler, geboren und aufgewachsen bin ich im Chaco in Loma Plata. Dort habe ich auch meine Kindheit verbracht und die Schule abgeschlossen. Für mein Studium bin ich dann 2018 nach Deutschland gezogen. Ich studiere Übersetzung im Erststudium und im Zweitstudium Germanistik mit Beifach Zivilrecht. Jura für diejenigen, die nicht wissen ganz genau, was es ist. In Deutschland habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt und wir haben 2020 im Chaco aber geheiratet. Ach, schön. Ja, wir wollen uns ja heute über Politik unterhalten, über deine Aktivität, deinen Einsatz in der Politik. Bevor wir unser Gespräch beginnen, wäre es vielleicht gut, dass wir einmal den Begriff Politik kurz definieren. Wovon sprechen wir eigentlich? Politik zusammenzufassen ist etwas schwierig. Ich versuche es aber mal. Im Generellen wird da Politik betrieben, wo die Interessen verschiedener Leute zusammentreffen. Das kann an der Schule sein, an der Universität. Also da wird dann Bildungspolitik betrieben oder auch in der Wirtschaft. Einfach da, wo die Interessen verschiedener Menschen zusammentreffen und wir etwas bewegen wollen für unsere Gesellschaft. Ja, und wie ist es dazu gekommen, dass du dich überhaupt für Politik interessierst? Wie ist dein Interesse dafür geweckt worden? Ja, es ist nämlich so, ich habe schon ganz gerne öfters über politische Themen diskutiert, aber selbst in die Politik zu gehen, wenn man mich jetzt vor 5 Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, nein, das ist nicht meines. Aber wo ich meinen Mann kennengelernt habe, der war damals schon in der Politik aktiv, um genau zu sein, schon seit seinem 14. Lebensjahr. Und da hat er mich dann auch mal so gefragt, hättest du auch Interesse, die Werte von uns Christen in der Politik zu vertreten und einen Posten, dich dafür zu bewerben, aufstellen zu lassen. Um genauer zu sein, Hochschulpolitik an der Universität. Und da war ich dann noch zunächst, naja, sehr zögerlich, weil ich, gut, wo wir zusammengekommen, also in eine Beziehung eingegangen waren, da wusste ich ja, dass er in der Politik aktiv war. Damit war ich auch vollkommen in Ordnung. Aber dass ich selbst als Frau, als junge Christin auch mich in der Politik aufstellen lasse, das war etwas, worüber ich nicht nachgedacht hatte. Naja, da habe ich dann noch ziemlich lange darüber gebetet, mich mit engen Freunden darüber unterhalten und auch den Rat eingeholt. Und ein guter Freund von mir hat dann zu mir gesagt, weißt du, Simone, wir haben ja auch in der Bibel viele erfolgreiche Politiker. Also da haben wir dann auch schon gute Beispiele. Also da waren, um einige zu nennen, David, Salomo, Esther, die Richterin Deborah. Also es sind zahlreiche Beispiele da. Und die Antwort war für mich das Ja. Das Ja, dass wenn ich mich mit Gott zusammen diesen Schritt gehe, dass er mich da hindurch begleitet. Und ja, mittlerweile sind es ja schon fast 3 Jahre, was ich in der Politik da aktiv bin. Und ich kann nur sagen, das waren sehr, sehr interessante Erfahrungen auch mit Gott, wie er uns begleitet und auch bei dem Treffen von Entscheidungen zur Seite steht. Ja, ja, und welche Chancen siehst du da für dich als junge Christin gerade in der Politik aktiv zu sein? Denkst du, dass du da was bewirken kannst? Auf jeden Fall, was ich gut finde, ist, dass wir als Christen unsere Werte repräsentieren können, dafür einstehen können. Das Kritisieren geht ja ganz leicht von den Lippen, ne? Wenn die anderen Fehler machen. Aber wenn wir uns da hinstellen und uns mit den Themen direkt auseinandersetzen und auch Entscheidungen treffen müssen, ne? Das ist eine Herausforderung. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, das machen zu dürfen. Weil ich möchte, statt zu kritisieren, möchte ich selber lieber mit anpacken. Und für uns Christen und unsere Werte einzustehen. Ja, wie du schon erwähnt hast, du bist zurzeit Studentin. Inwiefern haben Studenten irgendwie mit Politik zu tun oder die Möglichkeit, sich da einzubringen?
Ich werde das mal ein bisschen so erklären. Ich bin die Gruppenvorsitzende des RCDS Germersheim. Also der RCDS, das ist der Ring christlich-demokratischer Studenten. Also da haben ja wir schon mal zwei sehr ausdrucksstarke Adjektive da drin, christlich und demokratisch, ja. Und genau diese Studentengruppen, die betreiben Bildungspolitik. Also wir unterhalten uns beispielsweise über Themen, die Studenten betreffen. Zum Beispiel Wohnungsnot oder Wohnungsknappheit. Oder wir haben ja auch das Semesterticket, also mit der Bahn zu fahren, das erhöht sich auch manchmal. Und da haben einige Studenten, ist das dann schwierig für den, dass sich das Semesterticket, die Kosten steigen. So, das sind die Themen, mit denen wir uns dann auch auseinandersetzen und dann dazu diskutieren und fragen, wie können wir den studentischen Alltag besser gestalten. Zusätzlich gibt es grundsätzlich an jeder Universität auch noch ein Studierendenparlament. Das sind Vertreter für die Studenten, die ganz konkret Entscheidungen auch für die Studenten treffen. Und die werden, wie gesagt, von den Studenten gewählt. Und dieses sind Sonderorganisationen, die parteinah sind. Die sind nicht von der Partei, sondern parteinah und vertreten auch die Werte. Beispielsweise der Ring christlich-demokratischer Studenten oder auch RCDS. Wahrscheinlich hört man das auch häufiger, dass ich diesen Begriff erwähne. Wir sind CDU-nah. Die CDU ist ja die christlich-demokratische Union. Und wir haben von denen auch mehrere Abgeordnete eingeladen, um uns über politische Themen, die uns Studenten betreffen, zu unterhalten, mit Bundestagsabgeordneten, auch mit Europaabgeordneten. Und da durften wir auch sehr interessante Diskussionen dazu führen. Und so wie dieses dürfen wir dann auch in den studentischen Alltag mit einbringen und auch Diskurse führen. Das klingt alles sehr interessant. Du hast schon ein bisschen beschrieben, was ihr da so alles macht. Könntest du vielleicht auch noch einmal beschreiben, was du persönlich ganz konkret machst, was deine persönliche Aufgabe ist? Ja, also diese studentischen Hochschulgruppen, wir haben einen Vorstand. Und der Vorstand organisiert wir machen hauptsächlich virtuelle Treffen durch die Pandemie bedingt. In den letzten 2 Jahren haben wir viele virtuelle Treffen organisiert, aber auch vor Ort. Beispielsweise zum Europatag hatten wir uns auch mit der Schülerunion getroffen und uns einfach unterhalten. Ja, um auch den Zuschauern ein Bild zu geben, was für konkrete Veranstaltungen wir organisieren. Wir haben beispielsweise auch uns mit dem Thema christliche Verfolgung auch beschäftigt. Dazu hatten wir einen Referenten von Open Doors. Und da haben wir uns über christliche Verfolgung auch unterhalten. Aber wir haben auch einen Physiker vom KIT. Einen Professor hatten wir eingeladen zum Thema die Schöpfung, aber eben aus der wissenschaftlichen Perspektive. Ja, das sind so einige Themen, die wir machen, aber wir treffen uns auch ab und zu einfach nur so unter uns, um uns zu unterhalten und auch vielleicht auch ein bisschen, ja, so was läuft in das Leben des anderen, dass wir uns einfach austauschen. Das machen wir auch dann in regelmäßigen Abständen. Ja, das ist ja auch bestimmt sehr, sehr wichtig, ja, sich auch auszutauschen. Ja. Aber ich finde die Themen auch sehr interessant, die ihr behandelt. Super. Gibt es auch Situationen oder Punkte, wo du der Meinung bist, da sollte man sich als Christ lieber raushalten? Ich denke grundsätzlich, dass wir Christen uns mit dieser Frage tagtäglich auseinandersetzen. Also es gibt Punkte, Situationen, das kann an der Universität sein, im universitären Alltag, das kann in der Schule sein, auf der Arbeit sein, im Freundeskreis, wo man sich wirklich konkret überlegt, wie ist es denn eigentlich so, ja? Und dazu kann ich nur da ist ein Bibelvers, der mir sehr geholfen hat auf diesem Gebiet, 1. Thessalonicher 5, 21 bis 22. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Und das ist mein Leitvers bisher, ob es an der Universität ist, im Freundeskreis. Einfach wirklich überall, das ist unsere Aufgabe, die Dinge auch zu prüfen da, ja, und auch unsere Haltung und unseren Standpunkt da zu prüfen.
Genau, also der Vers hat mich die letzten Jahre auch sehr bewegt, prüft aber alles und das Gute behaltet, ja, und das gilt ja auch für alle Lebensbereiche, so wie du sagst, für die Politik, aber auch sonst in unserem Leben. Das ist ein sehr schöner Vers. Siehst du auch Erfolge in deinem Einsatz in der Politik, also wo du dich wirklich glücklich fühlst und den Eindruck hast, da konnten wir wirklich was verändern oder da konnte ich wirklich was bewirken? Ja, besonders wenn wir organisieren sehr viele Veranstaltungen. Wir sind eine der aktivsten RCDS-Gruppen ganz Deutschland. Und ja, vor allem, wenn die Veranstaltung wirklich einwandfrei über die Bühne läuft, da sind so viele Punkte, also der Referent passt die Verbindung, also wie auch heute, ja, ist das Internet stabil, klappt es. Und einfach, wenn dann eine Veranstaltung wirklich erfolgreich abgelaufen ist, dann freue ich mich wirklich, da haben wir wieder ein Thema aufgegriffen, auch für die Studenten uns eingesetzt, aber ganz besonders, was zu meinen persönlichen Erfolgen zählt, ist, dass wir hatten auch ziemlich interessante Referenten mit dabei. Also, wir hatten den Bibelraucher, ein Ex-Häftling, der im Gefängnis zu Gott gefunden hat. Und dass wir seine Lebensgeschichte auch aufgreifen können. Und die Veranstaltung war sehr gut besucht. Super Feedback haben wir bekommen. Und eine weitere, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, zum Thema Christenverfolgung, einen Referenten von Open Doors. Auch, dass wir über unsere Glaubensgeschwister Bescheid wissen, welchen Herausforderungen sie begegnen, einfach die Lebensgeschichten und dass auch uns darüber unterhalten können. Und das andere war eben auch der Universitätsprofessor in Physik, dass wir das Thema die Schöpfung auch aufgreifen können, ja. Aber aus wissenschaftlicher Perspektive, das sind meine persönlichen Erfolge da auch, wo ich mich gefreut habe, dass das so gut geklappt hat. Du hast schon so ein bisschen das Thema Feedback angesprochen. Ich dachte gerade, ich wollte noch mal so nachfragen. Ist allgemein die Beteiligung an solchen Veranstaltungen gut? Das heißt, beteiligen sich da viele Personen und bekommt ihr viel Feedback? Bekommt ihr positives Feedback oder auch Kritik oder so? Wir bekommen auch also Feedback. Entschuldigung, ich werde einmal mal ganz von Anfang gehen. Ja. Unsere Veranstaltungen sind... Die sind gut besucht. Es gibt natürlich immer mehr, sagen wir mal auch so. Aber wir haben eine gute Beteiligung. Wir hören auch, gerade vor ein paar Tagen hatte ich mich mit einer guten Bekannten unterhalten und sie sagt, weißt du, ich erinnere mich immer noch an die Veranstaltung mit dem Bundestagsabgeordneten, wo wir einfach mal unsere Fragen stellen konnten. Und das finde ich einfach so toll. So, das höre ich dann auch noch Monate später, das Feedback, ja. Es ist natürlich, es sind vereinzelte Kommentare, aber ich denke, weil die Leute dann auch zu weiteren Veranstaltungen kommen und dann denke ich mir, dass es denen auch gefallen hat, sonst würden ja sie nicht ein zweites Mal kommen. Aber es gibt auch Kritik, ja, was beispielsweise war die Frage, gewisse Themen, warum, also der Bibelraucher beispielsweise war die Frage, wieso haben wir da, was betrifft das den studentischen Alltag, ja. Aber es ist, weil es unsere Teilnehmer interessiert, deswegen haben wir das auch organisiert. Aber das sind ganz, ganz einzelne Kritikpunkte. Ja, genau. Und bei Bibelraucher ist das Thema ja, glaube ich, auch gerade, wie er nach so einer schweren Vorgeschichte und Haftzeit sich dann wieder im Leben zurechtgefunden hat. Das ist ja auch ein großes Thema, ja, wie Ex-Häftlinge auch wieder im Leben zurechtkommen und so. Und das betrifft ja dann oft auch Jugendliche. Vielleicht nicht euch als Studenten ganz konkret, aber doch junge Leute, ja. Ja, genau. Welches sind so für dich persönlich auch besondere Herausforderungen oder Schwierigkeiten in deinem Einsatz in der Politik? Da ist das kritisiert werden, das war für mich am Anfang ein großer Knackpunkt. Ich bin von Natur aus ein Mensch, ich konnte nicht so gut mit Kritik oder nur schwer mit Kritik umgehen, weil es für mich bedeutet hat, ich bin falsch. Das hat ja doch gar nichts mit mir persönlich zu tun und das ist selten auch persönlich gemeint, eine Kritik, ja. Es bezieht sich auf einzelne Handlungen, auf einzelne Situationen. Und da musste ich lernen, oder sage ich jetzt mal, durfte ich lernen, weil ich sehe das auch als Privileg, das lernen zu dürfen, wie ich mit Kritik umgehe, dass ich Abstand davon nehme und das erstmal nicht persönlich nehme und dabei erst einmal die Situation analysieren.
Stimmt das, was die Person sagt? Und wenn ja, dann bin ich dankbar, dass ich daraus lernen darf. Und wenn es nicht stimmt, dann ist es in Ordnung und ich schiebe das beiseite, sage ich jetzt mal so, und gehe weiter. Da war mir mein Mann auch eine große Hilfe. Zwischendurch kamen dann die einzelnen Kommentare. Jetzt verschwende nicht deine Lebenszeit damit. Das ist okay, wir haben das analysiert. Also das, geh weiter. Ja. Aber wie gesagt, wenn die Kritik zutrifft, dann muss ich auch schauen, wo darf ich mich hier ändern. Ja. Wie kann ich das nächste Mal besser machen. Ja. Genau. Und die Frage ist ja, ob die Kritik der Wahrheit entspricht oder so. Ja. Genau. Ob das, ja. Ja, Sinn macht, darauf zu hören. Genau. Aber ich denke, Politik ist wirklich ein Bereich, wo es sehr viel Kritik gibt. Und ich habe neulich noch so gedacht, ich glaube, Politiker sind vielleicht auch die Menschen, die am herrschesten kritisiert werden, auch in der Öffentlichkeit, in der Presse und so. Ja, natürlich oft zu Recht, aber oft ist auch Verleumdung, steckt dahinter so. Also Politiker müssen da schon so einiges einstecken. Das, glaube ich, ist einfach die Tatsache. Ne? Ja. Ja, welches wären so deine Träume für die politische Lage in Deutschland oder ja, auch vielleicht in Paraguay, also du kommst ja auch aus Paraguay oder eben auch in anderen Ländern oder in allen Ländern? Da ich selbst eine junge Christin bin, wünsche ich mir, dass mehr junge Frauen, die auch einen christlichen Hintergrund haben, dass sie, ich ermutige sie, dass sie auch das Potenzial in sich sehen und ihre Werte vertreten, auch genau, und beispielsweise in der Politik, ja. Das finde ich, das ist mein Traum, dass wir christlichen Frauen da auch unser Potenzial sehen. Und ja, das ist egal, ob in Paraguay oder auch in Deutschland oder wo auch auf der Welt, finde ich das sehr, sehr gut, wenn junge Menschen für ihre Werte einstehen. Auch in meinem Fall, weil ich ja jung und Christin bin, junge christliche Frauen, ja. Ja, und ich denke auch, jede Person in dem Bereich, wo sie lebt oder aktiv ist, sieht ja die Probleme, die Herausforderungen, die da sind. Und vielleicht kann man da gerade in einer ganz kleinen Form irgendwie aktiv werden, weil man sieht, das Problem ist da, das Bedürfnis ist da, was immer. Und ja, je mehr Leute aktiv werden, desto mehr Bedürfnisse und Schwierigkeiten können auch wahrgenommen und ja, irgendwie konfrontiert werden. Genau, ich habe ja vorhin auch gesagt, also bei der Frage, wie definieren wir Politik überhaupt, da habe ich ja auch gesagt, Politik wird dort betrieben, wo die Interessen vieler Menschen zusammentreffen. Und das heißt, man kann auch politisch aktiv werden, in der Schule, genau, an der Universität, also da, wo wir sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich einen Posten annehmen muss. Ja, es ist einfach da, wo wir unsere Werte vertreten auch, ja, und dass das sichtbar vertreten wird. Genau, und dass zum Beispiel auch Mütter gewisse Werte vertreten, ja. Eltern, ja, ja. Was immer, gewisse Berufsgruppen, ja. Genau, ja, das ist überall. Ja, wir kommen fast zum Schluss unseres Gesprächs und ich möchte dich dann noch fragen, welcher Gedanke liegt dir gerade im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema so auf dem Herzen, den du unbedingt an die Zuschauerinnen weitergeben möchtest? Ja, ich nehme mal Bezug auf meine eigene Erfahrung, wo ich aus dem Chaco nach Deutschland gezogen bin und wenig später dann auch bereits aktiv wurde in der Politik hier. Da habe ich mir am Anfang weniger zugetraut. Beziehungsweise muss ich sagen, ich habe Gott weniger zugetraut. Weil wenn er mich dazu berufen hat, dann wird er mich dazu auch befähigen. Und ich wünsche mir mehr, dass die jungen Mädchen auch aus dem Chaco, aus Paraguay, dass sie sehen, welches Riesenpotenzial in ihnen steckt. Und wir haben auch so unglaubliche Beispiele in der Bibel. Wir haben Esther, wir haben die Richterin Deborah. Also ja, wir Frauen können da mehr. Wir jungen, also jung, sag ich mal, wir christlichen Frauen, wir haben Potenzial. Wenn Gott uns dazu befähigt, dann brauchen wir gar keine Angst zu haben. Ganz, ganz herzlichen Dank, Simone, dass du uns so einen Einblick in deinen Einsatz in der Politik gegeben hast, und gerade als Christin. Und ich wünsche mir auch, dass wir dadurch ja ganz neu ermutigt werden. Also in erster Linie einmal für Politiker zu beten, anstatt jetzt nur zu kritisieren. Und uns da eben auch zu fragen, ja, Gott, wo möchtest du mich brauchen? Und es kann eben, wie du auch sagtest, das kann eine ganz einfache, kleine Form sein, wie ich aktiv werde. Ich muss jetzt vielleicht gar nicht direkt mich für etwas wählen lassen oder ein Amt übernehmen, aber dass ich einfach da
wo ich bin, wo ich lebe, in dem Lebensbereich, wo ich mich befinde, dass ich da halt ja Interessen vielleicht einer Gruppe vertrete, mich da einsetze für christliche Werte. Genau, dass wir da durch diese Sendung wirklich ganz neu dazu ermutigt werden, das wünsche ich mir auch. Herzlichen Dank, Simone, dass du heute dabei warst. Danke, dass ich dabei durfte. Dankeschön. Alles Gute euch, Gottes Segen auch für euren weiteren Einsatz, für dich und für deinen Mann und für deine Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir kommen damit zum Schluss unserer heutigen Sendung. Liebe Zuschauerinnen, Sie können uns sehr gerne auch jederzeit in Instagram und auf Facebook folgen. Damit endet diese Sendung. Das war einmal wieder Frauen wie wir, Glauben und Leben.